Hallo, heute sind wir auf dem Betrieb von Julian Müller. Hier haben wir unseren Compact Crusher eingebaut und jetzt zeige ich euch warum. Vor 2 Jahren gab es eine Umstellung auf Tirol, Schweine auf Langstroh. Und jetzt muss dieses Stroh durch die Biogasanlage. Und zwar im Jahr 800 davon. Nach einem halben Jahr mit viel Stroh hat sich der Fermenter nicht mehr gedreht und im Endlager und Nachgärer gab es eine Schwimmdecke mit ca. 3 Meter. Aufgrund dieser Probleme haben wir dann den Crusher eingebaut. Der Crusher ist von mir eine selbstentwickelte Maschine, wo mit möglichst wenig Technik möglichst einfach das Substrat zu kleinert. Der Aufbau ist relativ einfach. Wir haben eine Kornbohrung, wo wir das Substrat abtauchen. Dann kommt der Crusher, wo das Substrat zu kleinert. Und dann kommt die Wangenpumpe, wo das Substrat wieder zurück in den Fermenter befördert. Jetzt ist die Fermentergülle wieder dünn und rührfähig. Beim Blick in den Fermenter sieht man sehr deutlich die gute Eigendynamik und den guten Gasaustritt. Auch im Nachgärer und im Endlager gibt es jetzt keine Schwimmschichten mehr. Vor dem Crusher waren die Rührwerke am Anschlag, jetzt rühren wir noch 5 Minuten in der Stunde. Unser Fazit, Crusher gut, alles gut.